Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie und ich begrüße euch zu diesen Kurzinformationen zum Grundlagenkurs Systemische Beratung und Coaching bei der Heilpraktiker- und Therapeutenschule Isolde Richter. Dieses Video dient dazu, die Ausbildung vorzustellen, die Kursinhalte vorzustellen, aber auch mich als Dozenten etwas vorzustellen, damit Sie mich etwas besser kennenlernen können und damit Sie ein bisschen Einblick in das bekommen, was wir vorhaben werden in der Ausbildung Systemische Beratung und Coaching. Ich werde ein, zwei Sätze dazu sagen, was eigentlich systemisch ist, was systemische Beratung bedeutet, werde die Inhalte des Grundlagenkurses vorstellen, außerdem die Möglichkeiten, die Sie oder die du hast, wenn du bei der Ausbildung mitmachst. Wir werden uns eine Webinarsitzung mal im fiktiven Sinne kurz anschauen und dann die Inhalte des folgenden Aufbaukurses, wenn Sie Interesse haben oder du Interesse hast, den du danach buchen kannst und die Kursziele und Zertifikatsvoraussetzungen sowie Kontaktmöglichkeiten und Links werden Teil dieses Videos sein. Ich selbst komme eigentlich aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit, habe da viele Jahre ehrenamtlich gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen zusammen, aber auch schon im Bereich der Erwachsenenbildung, konkret in der Fort- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Habe dann selbst eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Kinderpfleger gemacht, ein Fachabitur für Soziales und Psychologie angeschlossen, um anschließend 2006 Diplom Sozialarbeit, Sozialpädagogik zu studieren. Und habe dann im Anschluss während meiner Tätigkeit im Bereich der psychosozialen Beratung von Studierenden in Krisensituationen eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Pädagogen und daran anschließend eine Ausbildung zum systemischen Supervisor und Coach und bei der Isolde Richter Therapeutenschule die Ausbildung zum psychologischen Berater, zum Trauerbegleiter, zum Burnout-Coach, aber auch zum Traumapädagoge. Bei einer anderen Institution war jahrelang im Bereich Hochschullehre und Supervision im Studiengang Soziale Arbeit aktiv, habe ein Peer-to-Peer-Beratungsprojekt für Studierende initiiert und umgesetzt und begleitet und bin freiberuflich als Dozent in der Erwachsenenbildung unterwegs, genauso wie als Supervisor und Coach in verschiedenen Jugendhilfekontexten und in der Ausbildung von Beraterinnen bei dem Kinder- und Jugendnottelefon Nummer gegen Kummer und außerdem Dozent im Bereich systemische Beratung und Coaching hier bei der Heilpraktikerschule Isolde Richter. Was ist nun eigentlich systemisch? Wenn wir systemisch arbeiten, schauen wir uns nicht nur das Individuum, also die Person, die zu uns in Beratung oder ins Coaching kommt, an, sondern wir betrachten das Individuum, also die Person, immer im Kontext ihres Systems. Also zum Beispiel im System der Familie, im System eines Teams, im System der Gruppe, im System des Berufs, der Partnerschaft. Und hier schauen wir darauf, welche Wechselwirkungen gibt es in diesen Systemen, wie steht wer miteinander in Beziehung und in Interaktion. Und wir gehen davon aus, wenn in einem System Dinge ungünstig sind oder etwas destruktiv oder Muster sich entwickeln, die sich negativ auswirken, dann wirkt sich das auch negativ auf das Erleben und das Verhalten der Klientinnen und Klienten aus. Und entsprechend arbeiten wir nicht ausschließlich mit dem Innenleben der Klientinnen und Klienten, sondern betrachten die eben in ihren Kontexten und Systemen und wie sie in Interaktion stehen mit anderen Personen, aber auch mit dem System selbst. Welche Verhaltensweisen gibt es dort? Welches Umfeld gibt es? Welche Ressourcen gibt es aber auch in den einzelnen Systemen? Die Grundidee dabei ist eher konstruktivistischer Art, nämlich wir gehen davon aus, im systemisch lösungsorientierten Arbeiten und im Konstruktivismus, dass jeder ein subjektives Bild seiner Welt hat und Wirklichkeit auch konstruiert wird und entsprechend auch gerade durch die sprachliche Bedeutungsgebung, die wir wählen und die unsere Klientinnen und Klienten wählen und die Fokussierung einer bestimmten Aufmerksamkeit, zum Beispiel eines Problemerlebens, dazu führt, dass ein Problem erst zu einem Problem wird. Und wir gehen davon aus, dass nicht das Problem ist, sondern immer die Beziehung, die ich einnehme zu einem Problem. Und damit sind wir auch in einem systemischen Kontext. Also nicht ich und mein Problem werden losgelöst voneinander betrachtet oder das Problem, was ich habe, sondern immer in welchem Standpunkt dazu, mit welcher Perspektive und mit welcher Haltung, Einstellung, Position, aber auch in welcher Beziehung stehe ich zu einer Herausforderung, zu einer Aufgabe, zu einem Konflikt oder einem Problem.
Und jeder und jede Person entwickelt so ihre eigene Sicht der Wirklichkeit und ihre eigene Realität und die wird konstruiert und die kann entsprechend durch systemische Methoden, durch lösungsorientierte Techniken, durch bestimmte Frageformen, die wir haben, kann diese Form von Realitätskonstruktion und Wirklichkeitskonstruktion verändert werden. Und das Ganze machen wir mit der Haltung der Ressourcen- und Lösungsorientierung. Wir gehen davon aus, wenn wir viel über ein Problem sprechen, dann schaffen wir Probleme. Wenn wir viel über Lösungen sprechen, schaffen wir Lösungen. Denn wenn wir uns lange in einem Problem befinden und sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, sondern nur noch Bäume ohne die Zwischenräume zwischen diesen einzelnen Elementen, dann sind wir problemfokussiert und kommen auch nicht mehr auf die Lösungen, die wir vielleicht bräuchten, sind nicht mehr so perspektivvielfältig, wie wir das vielleicht kennen, wenn wir andere beraten und ganz schnell auf Lösungen kommen. Wenn es um unsere eigenen Probleme geht, sind wir oft sehr gefangen in unserer eigenen Perspektive, sind sehr assoziiert mit einem Problemerleben. Und es geht dann darum, in der systemisch lösungsorientierten Arbeit, die Klientinnen und Klienten wieder zu den Expertinnen und Experten ihrer Lebenswelt zu machen, ihres Lebens, Ressourcen zu finden, Lösungsansätze zu prüfen, Ausnahmen zu finden, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, bisherige Lösungsideen darauf zu prüfen, wovon man mehr machen kann oder weniger machen kann und eben Fähigkeiten, Stärken, Kompetenzen der Klientinnen und Klienten herauszuarbeiten und das Ganze mit einer Haltung der Wertschätzung, der Kooperation, der Würdigung, partnerschaftlich eben auf Augenhöhe und das Ganze Lösungs-, Wachstums-, Ressourcen-, Kompetenz- und zukunftsorientiert. Das ist ganz kurz zusammengefasst die Idee des systemischen Ansatzes. Und als Sprachbild oder Metapher kann man verwenden das Mobile, wenn wir also von Systemen sprechen, gehen wir davon aus, dass alles miteinander zusammenhängt, zum Beispiel im System der Familie oder in einem Team oder in einer Partnerschaft, dass also einzelne Elemente immer in Verknüpfung und Wechselwirkung zu anderen stehen. Und wie in einem Mobile, wenn es eine Veränderung an einer Stelle gibt, hat das Auswirkungen aufs Gesamtsystem. Und dieser Grundidee, die machen wir uns zunutze im systemischen Arbeiten. Wir schauen also, wo gibt es Gelingensprozesse, wo gibt es bereits konstruktive Dinge, die wir nutzen können, wo gibt es Ressourcen, wo gibt es eben Ausnahmen vom Problem und wo gibt es Stärken, die wir nutzen können, wo können wir kleine Veränderungen installieren, erste Schritte für die Klientinnen und Klienten, um große Auswirkungen im System zu beobachten, Perspektivwechsel möglich zu machen. Ganz wichtig im systemischen Ansatz ist das Herstellen einer Metaperspektive, also nicht mehr ich bin assoziiert mit meinem Problemerleben oder mit meinem Konflikt, sondern wir stellen mit unseren Methoden, die wir kennenlernen werden in dieser Ausbildung, eine Beobachterperspektive her, eine sichere, aus der ich ein Problem ganz anders beschreiben kann. Nämlich ich beschreibe es von außen eher dissoziiert. Ja, also ich nehme eine andere Perspektive ein, die vielleicht auch mehr einen Kontextbezug hat, eine andere Wahrnehmungsebene und kann dann ganz anders über ein Problem sprechen und komme dann ganz schnell selbst auf eine Lösung. Denn wir gehen immer davon aus, dass wir als Beraterinnen und Berater die Expertinnen und Experten für den Prozess, für die Gestaltung des Gesprächs und für die Rahmenbedingungen sind und die Klientinnen und Klienten sind die Gestalter und die Expertinnen und Experten ihres Lebens und ihres Alltags. Und wir begleiten sie darin im Sinne eines Empowerments, einer Hilfe zur Selbsthilfe, selbst auf Lösungen zu kommen in ihren jeweiligen Kontexten und Systemen. Dafür haben wir zum Beispiel bestimmte Fragearten oder Fragetechniken, zum Beispiel die Wunderfrage oder hypothetische Fragen, zirkuläre Fragen oder lösungsorientierte Fragen, die wir uns auch im Verlauf dieser Ausbildung anschauen werden. Klassische Methoden, die Sie vielleicht schon mal gehört haben oder die du schon mal gehört hast, die dem systemischen Arbeiten zugeordnet sind oder die wir uns als vielleicht auch systemisch integrativ arbeitende Beraterinnen und Berater verstehen, ist das Systembrett zum Beispiel oder die Aufstellungsarbeit mit Figuren im Einzelkontext, das reflektierende Team, die Arbeit mit Zeitlinien und Timelines im Sinne des Lebensflussmodells, das Genogramm, also die Darstellung der Familiensysteme, der Struktur verschiedener Generationen und Muster, Arbeit mit inneren Anteilen, also die Teilearbeit, das Seitenmodell, Externalisieren, Ego-State-Arbeit, aber auch Aufstellungs- und Skulpturarbeit, wenn wir uns im Bereich der analogen Methoden oder der Aktionsmethoden befinden. Und viele andere mehr werden Bestandteil der Ausbildung sein, die wir also kennenlernen werden im Rahmen dieses Grundlagenkurs, systemische Beratung und Coaching.
Außerdem schauen wir uns an die lösungs- und ressourcenorientierte Gesprächsführung als Techniken der Gesprächsführung, das Reframing, die Arbeit mit Glaubenssätzen, Hypothesen, Metaphern, Geschichten und vieles anderes mehr. Im ersten Modul der Ausbildung, es wird immer ein zweistündiges Live-Webinar geben und jeweils zu jedem Modul eine Zusatzaufzeichnung, also eine Videoaufzeichnung mit vertiefendem Material. Im ersten Teil widmen wir uns den Wünschen und Hoffnungen der Teilnehmenden. Wir klären die organisatorischen Rahmenbedingungen, den Ablauf. Es gibt Hinweise auf die technische Nutzung. Wir arbeiten also mit Zoom. Es gibt schon die ersten Hinweise auf Literatur, Video- und Audioempfehlungen. Und steigen dann thematisch ein in die Grundannahmen des systemischen Arbeitens, wie ich sie jetzt schon so ein bisschen angedeutet habe. Einführung in den Konstruktivismus, die Systemtheorie und die Grundlagen des systemischen Arbeitens in einem ersten Teil. Und als zusätzliche Aufzeichnung gibt es als Video die Geschichte der systemischen Therapie und der Familientherapie und die Vorstellung der Pionierinnen und Pioniere des systemischen Ansatzes oder der systemischen Therapie, Familientherapie, Beratung, Coaching, Supervision. Im zweiten Teil, also im zweiten Modul, widmen wir uns den zweiten systemischen Grundannahmen. Wir schauen uns an, was bedeutet es eigentlich, ein Problem zu haben aus systemischer Sicht. Was ist überhaupt Problemlösung? Wie lösen wir Probleme? Wir lernen das Modell der logischen Ebenen kennen. In welchem konzeptionellen Arbeitsraum befinden wir uns, wenn wir systemisch mit Klientinnen und Klienten arbeiten und Beratungsprozesse initiieren? Wir lernen bestimmte Wahrnehmungspositionen als Methode kennen und widmen uns den ersten Modellen und Ideen der Praxis systemischen Arbeitens. Und als Zusatzaufzeichnung gibt es ein Grundlagenvideo zu den Themen Kommunikation, Gesprächsführung, Beratung, Einführung in die Beratung, Einordnen der Therapie- und Beratungsströmungen, die es gibt und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Beratung und Therapie als Abgrenzung auch für uns ganz wichtig. Wo hört also systemische Beratung und Coaching-Supervision auf und wo geht systemische Therapie los? Im dritten Modul werden wir eine Live-Demonstration einer systemischen Beratung erleben mit einer anschließenden Fragerunde. Deswegen geht dieses Modul voraussichtlich auch ein klein wenig länger. Wir werden also eine systemische Ziel- und Auftragsklärung demonstrieren mit einem realen Fall aus der Teilnehmer- und Teilnehmerinnengruppe. Es gibt dann die Möglichkeit, Feedback dazu zu geben und die Fragen, die sich ergeben, zu stellen und im Anschluss schauen wir uns die Theorie dazu an, also wie kläre ich in einer systemischen Beratungssitzung das Ziel und den Auftrag für das, um was es geht, entweder in einem Beratungsprozess oder konkret in einer einzelnen Sitzung. Dabei auch schauen wir uns an, welche Auftragsmuster gibt es, welche Zuweisungsdynamiken, also wie können Klientinnen und Klienten zu uns kommen. Die meisten kommen ja freiwillig, manche kommen aber durchaus auch in einem Zwangskontext. Die werden vielleicht geschickt oder die müssen kommen oder es gibt sogenannte Dreieckskontrakte mit anderen Institutionen, die wir dann mit berücksichtigen müssen. Als Zusatzvideo gibt es ein lösungsorientiertes Beratungsgespräch, wo auch die Auftragsklärung ein Fokus ist, verschiedene Fragetechniken, die Wunderfrage, wo der Fokus auf Gesprächsführung und Lösungsorientierung liegt, wo ich diese einzelnen Sequenzen in dieser Beratungssituation kommentieren werde und zu den Theorien überleite oder zu den Grundannahmen, Grundideen des systemischen Arbeitens, um die ersten Praxiseinblicke zu haben und den Theorie-Praxistransfer gewährleisten zu können. Im vierten Modul schauen wir uns sogenannte systemische Fragetechniken an oder Fragen, die eine systemische Wirkung haben. Außerdem das sogenannte Reframing und weitere Techniken, unter anderem das Paraphrasieren, das Modell der guten Gründe, Utilisieren. Wir schauen uns an, was Pacing, Leading und Rapport sind, also das Mitschwingen mit den Klientinnen und Klienten, das Führen und Leiten von Klientinnen und Klienten und die Herstellung einer guten und gelingenden Beratungsbeziehung, die natürlich notwendig ist, um eine gute Beratung durchführen zu können. Und es gibt als Zusatzaufzeichnung verschiedene kleinere systemische Beratungssequenzen, die demonstriert werden, inklusive Auftragsklärung verschiedener Auftragsmuster und wo wir uns auch nochmal in der Praxis anschauen können, wie wir bestimmte Fragetechniken stellen und nutzen können in verschiedenen Settings und Kontexten von Beratung, Coaching, Supervision und Therapie.
fünften Modul und damit dem Abschluss des ersten Teils der Ausbildung, der so ein bisschen eher theoretischer Art ist, schauen wir uns an, was die Bestandteile eines Erstgespräches sind, wenn also Beraterinnen und Berater unter euch, unter Ihnen vorhaben, sich vielleicht selbstständig zu machen, dann wird es auch ein Thema sein, dass wir nicht einzelne Einmalberatungen durchführen, sondern Beratungsprozesse begleiten, dass also Klientinnen und Klienten in regelmäßigen Abständen zu uns kommen. Und dann ist es wichtig, bestimmte Dinge einfach vorab zu klären. Genauso wie wir den Ablauf einer Beratung uns anschauen, den Abschlusskommentar. Welche Rituale können wir initiieren? Wie schließen wir Beratungsprozesse ab? Was sind überhaupt förderliche Faktoren für eine gelingende Beratung und was ist ein konstruktives Beratungssetting in der Praxis, damit Beratung gut gelingen kann, im Sinne von der Raum als dritter Berater oder als dritte Beraterin. Im zweiten Teil des fünften Moduls schauen wir uns Minimax-Interventionen, die Arbeit mit Glaubenssätzen, die Hypothesenbildung und die positive Psychologie an, die viel gemeinsam hat mit dem systemischen Ansatz. Und als Zusatzaufzeichnung widmen wir uns dem Thema Krise, Krisenintervention und Umgang mit Suizid. Außerdem gibt es einen Podcast zum Film Systemsprenger, den ich versucht habe, systemisch, psychologisch, entwicklungspsychologisch einzuordnen. Sowohl die einzelnen Sequenzen in dem Film, aber auch grundlegend die Idee, was bedeutet es eigentlich, Systemsprenger zu sein. Da steckt ja das System drin, was auch in systemischer Beratung eine Rolle spielt. Also was bedeutet es, wenn es Kinder und Jugendliche gibt, die unsere Systeme, die ja für Unterstützung, auf Hilfe und Begleitung ausgelegt sind, wenn die gesprengt werden? Im sechsten Teil widmen wir uns Methodiken und Arbeiten im Raum. Das heißt, nicht nur die sprachliche Dimension ist im systemischen Arbeiten relevant und wichtig und spannend, sondern wir schauen uns auch an, wie wir im Raum arbeiten können. Eine Methode, zum Beispiel mit mehreren Personen, ist das reflektierende Team, was man auch online gut in der Online-Beratung nutzen kann, aber auch die Arbeit im Raum bezogen auf die Aufstellung mit Stühlen oder Figuren, wo ich verschiedene Beispiele bringen werde, genauso wie die Arbeit mit Zeitlinien und Timelines, die eine Arbeit im Raum ist, die Arbeit mit Bodenankern, Bildkarten, Ressourcentieren und Figuren. Und es gibt eine Zusatzaufzeichnung eben als Demonstration, ein reflektierendes Team und die Zeitlinienarbeit in verschiedenen Variationen. Im siebten Modul schauen wir uns weitere analoge Methoden an, zum Beispiel das Familienbrett, aber auch die Arbeit mit der Skalierungsscheibe, mit Figuren, mit Aufstellungsarbeit und Skulpturarbeit. Außerdem lernen wir das Genogramm kennen. Dann gibt es eine Zusatzaufzeichnung für die Aufstellung mit Figuren im Einzelsetting, aber auch für die Aufstellungsarbeit, die Strukturaufstellung und eine Demonstration mit dem Online-Systembrett. Das gibt es dann als Zusatzaufzeichnung in diesem Modul. Im achten Modul schauen wir uns eher das innere System des Menschen an. Also es geht im systemischen Arbeiten nicht nur darum, den Mensch im Kontext seiner Bezugssysteme und deren Wechselwirkungen, Interaktion und Beziehung zu sehen, sondern auch unser Innenleben, unsere Seele ist multiperspektivisch und multipsychisch, polypsychisch organisiert. Das heißt, wir haben verschiedene und mehrere innere Anteile. Wir können also nicht sagen, wir haben die eine Persönlichkeit, sondern es gibt verschiedene Seiten in uns, die sich zu bestimmten Phänomenen melden oder auch nicht melden. Und dieser Grundidee, dieser Grundannahme, die nehmen wir uns an in der Ego-State-Arbeit und wir führen in diesem Modul ein, in den Umgang mit Ambivalenzen und Zwickmühlen. Wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Was ist überhaupt Teilearbeit? Was ist das Seitenmodell? Wie nutzen wir die Methode des inneren Teams, um in Beratung, Coaching, Supervision und Therapie zu arbeiten? Und wenn es um Treffen geht oder Entscheidungsfindung, die Arbeit mit dem Tetralemma. Das sind also klassische Methoden, wenn es um die Arbeit mit inneren Anteilen geht. Und die Zusatzaufzeichnung hierbei ist eine Demonstration des inneren Teams und des Tetralemma jeweils kommentiert, um das einzuordnen theoretisch. Das heißt, das, was wir jeweils kennenlernen in der Theorie durch Fragen und durch Austausch im Live-Webinar, kann jederzeit vertieft werden in den Zusatzaufzeichnungen, die zur Verfügung stehen. Im neunten Modul geht es um das Thema Metaphern und Geschichten in der Beratung. Also wie können wir narrative Ansätze, therapeutisches Erzählen nutzen, um einen Unterschied zu machen zum klassischen Gespräch, zum klassischen Fragestellen. Wir schauen uns an, welche Bedeutung Humor in der Beratung hat und
Wir schauen uns gegen Ende der Ausbildung an, was gibt es überhaupt für Beratungsformate, die über systemische Beratung hinausgehen, also die Supervision, das Coaching, Familientherapie, aber auch kollegiale Beratung und weitere systemische Arbeitsfelder spielen hier eine Rolle. Und als Zusatzaufzeichnung gibt es Input zum Thema hypnosystemische Beratung, also die Verknüpfung von hypnotherapeutischen Ideen mit den systemischen Grundannahmen und Methoden. Da ist unter anderem auch die Externalisierung als Demonstration dabei. Außerdem ein Zusatzvideo zu narrativen Ansätzen, also der Arbeit mit Metaphern und Geschichten. Und es gibt jeweils einen Podcast zu den genannten Themen, wo wir einzelne Methoden nochmal vertiefen, wo es Beispielgeschichten gibt und Literaturhinweise, spannende Artikel und Vertiefungen zu den genannten Themen. Und im letzten Modul widmen wir uns verschiedenen Ausbildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten. Wir lernen die Dachverbände der systemischen Welt kennen, schauen uns nochmal die professionelle Haltung von systemischen Beraterinnen und Beratern an, klären die offenen Themen und Fragen, lernen mögliche weitere Beratungsmethoden, die noch offen geblieben sind, kennen, schauen gemeinsam zurück durch die Ausbildung und durch die Themen der Ausbildung, können die letzten Fragen stellen und es gibt noch ein Zusatzvideo mit systemischen Instrumenten und Beratungsmethoden inklusive einer Zusammenfassung nochmal aller Grundideen des systemischen Arbeitens der Ausbildung und einem gemeinsamen Abschluss auch in diesem Video. Die Ziele des Kurses sind, die Grundannahmen und Grundlagen des systemisch lösungsorientierten und des ressourcenorientierten Arbeitens in Beratung, Therapie, Coaching und Supervision kennenzulernen, damit die Beratungs- und Methodenkompetenzen der Teilnehmenden zu erweitern, diese überhaupt kennenzulernen, zu reflektieren und anzuwenden. Dann können wir mit diesem Repertoire und diesen Techniken und Methoden und dieser Grundhaltung eben Entwicklungs- und Veränderungsprozesse von Klientinnen und Klienten in ganz verschiedenen Kontexten anwenden, beraten und begleiten. Es geht darum, systemische Methodenkompetenz in der Praxis, aus der Praxis und für die Praxis zu erwerben, eine eigene systemische Rolle und eine professionelle Identität und Grundhaltung zu entwickeln und verschiedene Arbeitskontexte aus dem systemischen Feld kennenzulernen und auch die verschiedenen unterschiedlichen zielgruppenspezifischen Möglichkeiten in dieser Ausbildung kennenzulernen. Als Zielgruppe für diesen Kurs, sowohl den Grundlagen- als auch den Aufbaukurs, gelten eigentlich Fachkräfte und werdende Fachkräfte. Das können auch Auszubildende und Studierende sein. Die Kernzielgruppe sind Fachkräfte aus den klassischen psychosozialen Bereichen, zum Beispiel Sozialarbeit, Psychologie, Kinder- und Jugendhilfe, Familienhilfe, Familientherapie. Also Pädagoginnen, Pädagogen, Psychologinnen, Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen, Heilpraktikerinnen für Psychotherapie und andere. Aber dieser Kurs ist auch geeignet für alle, die aus dem Bildungsbereich oder der Pädagogik oder dem Bereich Schule kommen. Außerdem eignet sich der Kurs für alle Interessierten, die einen vertiefenden Beratungsansatz suchen, zum Beispiel für psychologische Beraterinnen und Berater, die vielleicht eine methodische oder konzeptionelle Vertiefung suchen, was genauso gilt für Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker für Psychotherapie, was vielleicht ein möglicher Ansatz wäre als Beratungs- oder Therapiekonzept für Ihre oder deine Praxis. Also zusammengefasst, dieser Kurs, sowohl Grundlagenkurs als auch Aufbaukurs, eignet sich für alle, die mit Einzelnen in Bezug zu ihren Systemen und Kontexten und oder mit ihren Systemen arbeiten möchten. Das heißt, wenn Sie Beratung, Coaching, Supervision, Therapie anbieten möchten mit Einzelpersonen, Familien, Teams oder Organisationen und das durchweg in allen Altersgruppen und eben lösungs- und ressourcenorientiert arbeiten möchten oder eben systemisch, dann könnte diese Ausbildung für Sie oder für dich sehr spannend sein. Wir arbeiten an der Fernheilschule und Therapeutenschule Isolde Richter mit Zoom. Es gibt also dann wöchentliche Live-Meetings. Wenn Sie oder wenn du zu einer Zeit nicht kannst, gibt es die Möglichkeit, am Tag darauf die Aufzeichnung anzuschauen. Es gibt die Möglichkeit, wir gestalten die Kurse immer interaktiv, also mit einem Chat, es kann Wortbeiträge geben, wir können diskutieren, wir können Umfragen machen und wir nutzen interaktive Online-Boards auch für Brainstorming, für Austausch, für Ideensammlungen. Es gibt immer wieder kleinere Übungen und Reflexionsanlässe und kleine Praxisaufträge am Ende, Beobachtungsaufträge für den eigenen Alltag etc.
Es gibt ein umfangreiches E-Learning-Angebot, wo wir einerseits den Zugang zu den Webinaren haben und zu den Aufzeichnungen, wo die Zusatzvideos dann wöchentlich abrufbar sind, wo die Präsentationen der einzelnen Module abrufbar sind und das Zusatzmaterial. Es gibt zu jedem Modul Lernfragen, wo das erworbene Wissen sofort vertieft werden kann. Es gibt immer Fragemöglichkeiten, entweder im Webinar, im E-Learning oder per E-Mail. Und außerdem ein umfangreiches Begleitskript für diejenigen, die gerne vertiefend lesen möchten. Dann gibt es bei der Heilpraktiker- und Therapeutenschule Isolde Richter ein Forum, sowohl einen öffentlichen Bereich für systemisches Arbeiten und Coaching, aber auch für alle anderen Ausbildungsgänge der Schule, genauso wie einen geschützten Bereich dann für uns als Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses, wo es also die Möglichkeit gibt, dass wir uns gegenseitig austauschen können, dass wir uns Materialhinweise geben können. Wir geben uns dort Hinweise auf Angebote, weiterführende Vorträge, Online-Kongresse für Literaturempfehlungen. Wir tauschen die Hausarbeiten aus, die Bestandteil der Ausbildung sind, etc. Dann gibt es die Möglichkeit, und es ist ausdrücklich erwünscht, dass ausbildungsbegleitend Lerngruppen gebildet werden. Die sind auch über die Schule organisierbar und nutzbar. Außerdem gibt es immer wieder Hinweise auf Literatur, Podcasts, Veranstaltungen, Videos etc. Grundsätzlich sind die Webinare auf 2 Stunden terminiert, zusätzlich eine kleine Pause in der Mitte. Es gibt immer so einen gemeinsamen Einstieg, die Möglichkeit, Fragen zum letzten Modul und zu den Zusatzaufzeichnungen zu stellen oder auch Rückmeldungen zu geben zu den Praxisaufträgen, wenn Sie oder ihr oder die Teilnehmenden bestimmte Methoden gemeinsam in einer Lern- oder Intervisionsgruppe angewendet haben. Wenn sich da Fragen ergeben, können wir die gerne klären. Dann gibt es immer 2 Teile, wie gerade vorgestellt, zu den einzelnen Modulen, die sich immer mit einem inhaltlichen Schwerpunkt beschäftigen. Dann gibt es also entsprechende Vermittlung von Methoden, Modellen, Theorien und nützlicher Praxis. Und am Ende gibt es immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und es gibt zum Abschluss jedes Moduls eine Abschlussrunde, einen Reflexionsansatz oder einen Auftrag für die Praxis, sei es eine kleine Beobachtung oder eine kleine Übung oder eine kleine Anwendung in Ihrer oder deiner Praxis, sodass wir das vermittelte Wissen immer wieder auch anwenden können, reflektieren können und schauen können, wie ist die Wechselwirkung in euren jeweiligen Systemen. Das Ganze mündet in ein Zertifikat der Heilpraktiker- und Therapeutenschule. Zertifikatsvoraussetzung für die erfolgreiche Absolvierung ist also die Teilnahme an allen Online-Webinaren bzw. Meetings bzw. die das Anschauen der Aufzeichnungen der 10 Module, dann das Bestehen einer Multiple-Choice-Abschlussprüfung, die besteht aus 15 Fragen, wofür die Teilnehmenden 60 Minuten Zeit haben. Der Prüfungszeitraum ist jeweils circa 2 Wochen nach dem letzten Termin. Das Ganze findet alles online statt. Jeder kann sich das so einteilen, wie er oder sie gern möchte. Und es gibt immer einen Nachprüfungszeitraum. Weiterer Bestandteil ist die Erstellung einer kompakten Hausarbeit, also einem Thema, dem sich die Teilnehmenden besonders gerne widmen möchten. Es kann eine Methode sein, die beschrieben wird. Das kann eine Fallreflexion sein, eine Buchrezension, die aus dem systemischen Bereich kommt oder eine Auseinandersetzung mit einer Theorie, die mit dem systemischen Arbeiten zu tun hat oder einer bestimmten Technik etc. Also es muss Berührungspunkte geben zu den Ausbildungsinhalten. Ansonsten kann das Thema hier frei gewählt werden und wir tauschen uns auch diese einzelnen Hausarbeiten gegenseitig aus, sodass jeder und jede eine Vertiefungsmöglichkeit hat, zusätzlich zur Ausbildung und zu den Inhalten, die hier vermittelt werden. Und grundsätzlich gibt es den Wunsch zu Vernetzung für Lerngruppen, Intervisionen, dass sie also ausbildungsbegleitend sich Gruppen bilden, wo das Gehörte und Gesagte angewendet werden kann, reflektiert werden kann, wo Fragen gesammelt werden können, die wir dann wiederum im Live-Seminar besprechen können. Also hier gibt es viele Möglichkeiten der Vernetzung und das ist natürlich immer sehr hilfreich und nützlich, wenn man die Sachen gemeinsam üben kann, ausprobieren kann, einen geschützten Rahmen hat, sich gegenseitig Feedback geben kann, Rückmeldung geben kann und wir dann die Entwicklungen und Fragen in den jeweiligen Kontexten lernen und besprechen können. Dann noch 2, 3 Worte zum Aufbaukurs Systemische Beratung und Coaching, den man anschließen kann. Der findet immer einmal im Jahr statt, während der Grundlagenkurs 2-mal im Jahr stattfindet, einmal im Frühling und einmal im Herbst.
Und im Aufbaukurs schauen wir uns verschiedene Dimensionen systemischen Arbeitens an, aber auch orientiert an verschiedenen Zielgruppen des systemischen Arbeitens. Und wir schauen uns im ersten Modul des Aufbaukurses Elemente von systemischen Beratungsprozessen an. Wie gestalte ich eine lösungsfokussierte Folgesitzung? Wie kann ich vielleicht auch Prozesse und Beratungen dokumentieren, aber auch evaluieren? Und wie eröffne ich und schließe ich Beratungsprozesse gut ab? Und als Zusatzvideo gibt es einen Rückblick, eine Wiederholung und eine Zusammenfassung, eine Auffrischung aller Grundlagen und Theorien des Grundlagenkurses Systemische Beratung. Im zweiten Modul widmen wir uns dem Thema etwas fokussierter systemische Mediation, Mobbing, Stress- und Konfliktbearbeitung und schauen uns da an, was bedeuten überhaupt Konflikte aus theoretischer und systemischer Sicht und was gibt es für systemisch ressourcenorientierte Methoden für die Konfliktbearbeitung und Konfliktbewältigung, um im zweiten Teil zu schauen, was ist überhaupt systemische Mediation und Streitschlichtung, wie können wir Konflikte in der Praxis mit einzelnen Teams und Gruppen bearbeiten und wir schauen uns die Bereiche Gesundheitscoaching und Burnout-Prophylaxe an, was natürlich auch für uns und unserem Feld der Beratung, des Coachings, der Supervision und der Therapie auch sehr nützlich und wichtig ist, damit wir selbst auch gesund bleiben. Und es gibt ein Zusatzvideo zu den Grundlagen von Mediation, Stress und Stressbewältigung, Burnout-Prävention, Mobbing aus systemischer Sicht und Methoden zum Umgang mit Mobbing. Im Modul 3 schauen wir uns an, wie wir mit Kindern und Jugendlichen als Zielgruppe systemisch arbeiten können. Wir schauen uns die Besonderheiten der Beratungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen an, das Themenspektrum, die Beratungsanlässe und die Bedeutung des Spiels in der Beratung. Also es gibt viele spielerische Methoden und Techniken im systemischen Bereich. Außerdem wandeln wir bestimmte systemische Methoden und Techniken ab, damit sie passgenau sind und stimmig sind für Kinder und Jugendliche. Und wir schauen uns verschiedene therapeutische Spielmaterialien und Therapiematerialien an, die es auf dem Markt gibt. Und als Zusatzmaterial gibt es entwicklungspsychologische Hinweise und Theorien. Es geht um Kinder- und Jugendlichenpsychologie, außerdem um Sozialisations- und Generationsforschung und welche Jugendgeneration heute überhaupt aktiv ist, was die auszeichnet, welche Merkmale die hat, welche Besonderheiten. Also auch ein ganz spannendes Thema für all diejenigen, die sich in systemischen Arbeiten auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen spezialisieren möchten. Im vierten Modul widmen wir uns der systemisch ressourcenorientierten Traumapädagogik. Da geht es darum, eine Einführung in die Thematik zu geben, die Definition kennenzulernen, Trauma zu definieren und die Grundlagen traumapädagogischer Konzepte kennenzulernen, die Methoden von Traumapädagogik, die Bedeutung von Trauma in systemischer Beratung und die Grenzen unserer Arbeit. Und außerdem schauen wir uns die systemische Traumafachberatung an und es gibt dann für die Interessierten sowie auch bei anderen Modulen in dieser Ausbildung Vertiefungsmöglichkeiten an der Heilpraktiker- und Therapeutenschule Isolde Richter. Gerade im Bereich Trauma, Pädagogik, Arbeit mit Trauma gibt es also Präsenzseminare, wo dieses Thema vertieft werden kann. Und als Zusatzvideo gibt es eine Einführung in die Theorie und die Grundlagen der Traumapädagogik, der Psychotraumatologie und der posttraumatischen Belastungsstörung. Ebenfalls ein Bestandteil der Aufbauausbildung ist das systemische Enneagramm und die Ressourcenarbeit. Auch für die Enneagrammarbeit gibt es an der Therapeutenschule Isolde Richter Vertiefungsmöglichkeiten und eigene Ausbildungsbereiche, sodass das vielleicht auch ein Türöffner sein kann für diesen Bereich. Und das Enneagramm ist eine Persönlichkeitstheorie, also die Idee, bestimmte Personen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen einzuordnen, vielleicht so ein bisschen zu kategorisieren und damit ressourcenorientiert zu arbeiten, kann man für Einzelne in der Beratung nutzen, aber auch für ein Coaching, aber auch für die Arbeit mit Gruppen und Teams. Und wir schauen uns genau diese Einsatzmöglichkeiten des Enneagramms im systemischen Sinne an. Außerdem lernen wir im zweiten Teil Methoden der Ressourcenförderung kennen, also Arbeit mit Ressourcen der Klientinnen und Klienten, die Walt Disney-Methode, der kreative Zyklus, der Lebenszyklus und das Wahrnehmungsrad und andere Methoden. Und als Grundlagenvideo und Zusatzvideo gibt es die Einführung und die theoretischen Grundlagen, die Arbeit mit dem Enneagramm, die Vorstellung dieser neuen Grundenergien der Persönlichkeit, die Geschichte des Enneagramms, also so in die Richtung gibt es dann noch vertiefende Hinweise zusätzlich. Ein weiterer Bereich, der sehr spannend ist für die Zielgruppe
eigentlich jeden Alters, aber vorrangig für ältere Menschen, ist die systemische Biografiearbeit. Und auch hier gibt es eine systemische theoretische Einführung in eben diese Form der Biografiearbeit, die wir systemisch ressourcenorientiert verstehen. Wir schauen uns die Dimensionen an, die Bedeutung von Geschichten spielt auch hier nochmal eine Rolle und die Bedeutung des Geschichtenerzählens. Und wir widmen uns, und da können wir viele Dinge auch ausprobieren und praktisch einfach parallel mitmachen, kreative Techniken und Methoden systemisch ressourcenorientierter Biografiearbeit, eben auch für die Selbstanwendung und Selbstreflexion. Und im Zusatzvideo gibt es die Grundlagen der Biografiearbeit und Methoden zielgruppenspezifischer Biografiearbeit nochmal zur Vertiefung. Und ein weiterer Bereich und eine Möglichkeit der Arbeit im systemischen Bereich ist die Arbeit mit Gruppen und Teams, also mit Mehrpersonensystemen, die man auch so ein bisschen übertragen kann auf die Arbeit mit Familien. Hier sprechen wir über den Bereich Supervision, aber auch Beratung von Gruppen, supervisorische Methoden für die Teamentwicklung und Teamreflexion, fokussierendes Reflektieren, aber auch praktische Methoden und Techniken für Teamarbeit, den Umgang mit Teamkonflikten, Methoden der Teamberatung, kollegiale Beratung, Fallberatung und die Fishbowl-Methode. Und es gibt als Zusatzvideo eine Aufzeichnung zu theoretischen Grundlagen der Arbeit mit Teams. Was ist überhaupt ein Team? Was ist Teamentwicklung? Historische Einordnung von Supervision und Coaching und so weiter. In Modul 8 widmen wir uns der systemischen Paar- und Eheberatung als Zielgruppe. Also nicht nur Einzelne, sondern auch Paare können Zielgruppe systemischen Arbeitens sein. Und hier lernen wir die Grundkonzepte von systemisch integrativer Paarberatung kennen. Also kein rein systemischer Ansatz, sondern ein Ansatz, der sich auch aus anderen Beratungskonzepten und Beratungsansätzen daran orientiert. Wir lernen die Grundhaltung kennen in der Paarberatung. Wir schauen uns die Entwicklungsphasen von Paarbeziehungen an, das Polaritätenmodell und andere. Und wir sprechen über bestimmte Methoden, aber auch die Herkunftsfamilienarbeit. Wie gehen wir damit um, wenn Paare in der Krise sind? Wir lernen Modelle und Methoden kennen, die Arbeit mit dem leeren Stuhl und andere. Und als theoretische Vertiefung gibt es als Zusatzvideo Aspekte der Paarberatung, Macht- und Streitpaare, Außenbeziehungen, Versöhnungsprozesse, Trennung, Scheidung, Trennungsarbeit, Streitthemen, kritische Lebensereignisse und Patchwork-Familien. Im 9. Modul, und auch hier gibt es eine extra Vertiefungsmöglichkeit zum Trauerbegleiter hier an der Heilpraktiker- und Therapeutenschule. Wir schauen uns daraus den Ausschnitt der systemischen Trauerbegleitung an, also die theoretische Einführung in das Thema Tod, Trauer und Verlust, Modelle und Grundlagen systemischer Trauerbegleitung und Trauerkonzepte. Außerdem richten wir den systemischen Blickwinkel natürlich auf Trauerthemen in der Beratung und lernen verschiedene Methoden und die Praxis dieses Ansatzes kennen. Und es gibt ein Zusatzvideo zu den theoretischen Grundlagen zu Trauer und Verlust und systemischen Arbeiten und Trauererleben, Trauer und Kultur. Und auch hier gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, die Trauerbegleiter als Zusatzausbildung hier an der Schule ebenfalls zu absolvieren. Im letzten Modul des Aufbaukurses widmen wir uns dann der systemischen Therapie in der Praxis, also die Bedeutung von Krankheitsbildern, Krankheit und Alltag als Symbol, also welche metaphorische Deutung von Symptomen und Ereignissen können wir uns zunutze machen. Wir fassen hier auch nochmal zusammen, schauen auf Feedback, Ausblick und offene Fragen in diesem Zusammenhang. Und es gibt noch ein Abschlussvideo, wo die Therapie und Unterstützungsnetzwerke und die Psychiatrielandschaft grundsätzlich nochmal vorgestellt wird, also wo können wir auch hinvermitteln, wo gibt es Möglichkeiten der Weitervermittlung für die unterschiedlichen Kontexte und Zielgruppen, die wir begleiten und beraten oder die wir coachen und therapieren und auch nochmal eine wichtige Unterscheidung von Berufsgruppen, der jeweiligen Zuständigkeiten, Unterschiede Psychologe, Psychiater, Neurologe etc. pp. Es gibt verschiedene Kontaktmöglichkeiten, wenn Sie interessiert sind an dieser oder weiterer Ausbildungen. Die Webseite der Heilpraktiker- und Therapeutenschule ist www.isolde-richter.de. Im E-Learning finden Sie dann, wenn Sie angemeldet sind zu den Kursen, die entsprechenden Materialien werden freigeschalten. Das Forum ist entsprechend über den genannten Link hier erreichbar, wo sich jeder registrieren kann, der auch nicht Ausbildung macht an der Heilpraktiker- und Therapeutenschule. Es gibt einen Online-Shop mit verschiedenen Materialien, Skripten, Lernkarteien etc.
Und wer Kontakt zu mir suchen möchte, spezifische Fragen hat zur Ausbildung, zum Grundlagenkurs oder zum Aufbaukurs, der kann über die hier stehende Mailadresse gern Kontakt aufnehmen. Und die Heilpraktiker- und Therapeutenschule ist auch über die sozialen Netzwerke erreichbar, über Facebook, Instagram. Es gibt einen YouTube-Kanal, wo die verschiedenen Ausbildungen vorgestellt werden, wo es immer kostenlose Vorträge gibt und Möglichkeiten, die Schule ein bisschen kennenzulernen, die Dozentinnen und Dozenten kennenzulernen. Und es gibt auch einen SoundCloud-Account, wo Podcasts veröffentlicht werden, Gespräche mit den Dozentinnen und Dozenten, wo Ausbildungsgänge vorgestellt werden und verschiedene Ausbildungsbestandteile im Fokus stehen. Ja, ich bedanke mich für das Interesse und gern können Sie oder kannst du Kontakt zu uns, zur Schule oder zu mir aufnehmen, wenn es Fragen gibt. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute und vielleicht sehen wir uns in der Ausbildung zur systemischen Beratung und zum systemischen Coach ja wieder. Bis bald, alles Gute.